Geboren aus dem Feuer. Eine Schönheit aus Stahl. Kunstwerk und Waffe zugleich. Zeugnis einer lebendigen Tradition, unübertroffener Schmiedekunst und religiöser Hingabe. Das Katana. Die Waffe mit der schärfsten Klinge der Welt. Symbol von Macht, Kampfgeist, Ehre und der Seele des japanischen Kriegers. Im Tal, wo der Drache in die Wolken steigt, wie die Leute sagen, ruft bei Einbruch der Dämmerung ein Priester zum Gebet. Die japanische Natur ist beseelt von Geistern und Göttern. Und kaum irgendwo scheint man ihnen näher als in den Bergen von Shimane, dem Geburtsort des japanischen Schwertes. Nitoho Tatara heißt Japans letzte Schmelze, in der noch wie vor 1000 Jahren Tamahagane, der Stahl der japanischen Schwerter, produziert wird. Der 69-jährige Akira Kihara ist einer der letzten Murage oder Schmelzmeister, der weiß, wie das kostbare Metall gewonnen wird. Einmal im Winter ruft er seine Leute hier zusammen, um Japans Schmiede mit dem Notwendigsten zu versorgen. In den alten Mythen wurde der Ofen zum feuerspeienden Drachen stilisiert, der Flüsse vergiftete und ganze Wälder vernichtete. Tatsächlich verschlingt das Feuer unglaubliche Mengen an Holzkohle. 13 Tonnen müssen über 3 Tage verteilt in die Schmelze gekippt werden. Dazu kommen 8 Tonnen Eisensand aus den japanischen Bergen. Im Gegensatz zum Eisenerz enthält der Sand weniger Phosphor und Schwefel und ist damit ideal für einen Stahl, der weder rosten noch brechen soll. Durch Bambusrohre, die mit Lehm ummantelt sind, wird Luft in den Ofen geblasen. So hat das Feuer ausreichend Sauerstoff. Die Löcher darüber müssen regelmäßig von Ablagerungen befreit werden, denn nur hier bekommt man eine Einsicht in das Ofeninnere. Der Eisensand sickert innerhalb einer Stunde von oben herunter und verbindet sich mit der Kohle. Durch dieses Loch sehen wir das Bett des Feuers. An der Farbe können wir dann erkennen, ob dabei Tamahagane entsteht oder nicht. Meister Kihara muss sich auf seine Erfahrung verlassen. Er beobachtet die Farbe der Flammen und lauscht dem Geräusch des Feuers. Modernes Werkzeug gibt es hier nicht. Die Tatara ist für uns wie ein menschliches Wesen. Sie wird von uns mit Kohle und Sand gefüttert, sie verdaut es und irgendwann wird sie uns das Tamahagane zur Welt bringen. Im Mittelalter galt das Schmelzen noch als ein heiliger Akt, der in weißen Priestergewändern zelebriert wurde, um die launische Göttin des Metalls, Kanayano Shin, nicht zu erzürnen. Auch wenn Meister Kihara keine Priesterrobe mehr trägt, ist für ihn die Göttin dennoch allgegenwärtig. Ihr ist ein kleiner Schrein gewidmet, damit sie von dort die Arbeit in der Schmelze beobachten kann. Fast 21 Tonnen Kohle und Sand müssen die Männer herbeitragen, Schaufel für Schaufel.
Nach 3 Tagen und 3 Nächten schmerzen die Füße. Die Augen brennen vom Kohlenstaub. Wer eine Pause braucht, kann sich deshalb im Nebenzimmer bei einer Tasse grünen Tees etwas ausruhen. Meister Kihara braucht keinen Tee. Auch nach 50 Stunden Arbeit hält er Wache und lässt das Feuer nicht aus den Augen. Um 5 Uhr in der Früh des 3. Morgens beschließt Meister Kihara, dass die Zeit gekommen ist. Der Kern kann freigelegt werden. Grad herrschen im Innern des Ofens. Die Hitze ist kaum zu ertragen. Mit langen Holzstangen kämpfen die Männer gegen ein Meer aus Flammen und Kohle, um freizulegen, was im Bauch der Tatara verborgen liegt. Der weißglühende Kern. Das Tamahagane. Der Göttin sei Dank. Alles ging gut. Nach 70 Stunden Hitze und Kohlenstaub greifen die Männer gerne zu einem Schluck Sake, auch wenn die Arbeit noch nicht vorüber ist. Ich habe den Kern schon gesehen. Das wird gutes Tamahagane. Wunderbar. Beim Aufgang der Morgensonne sehen die Männer, was die Göttin ihnen geschenkt hat. Einen Stahlkern von 3 Meter Länge und 2 Meter Breite. Fast 23 Tonnen Eisensand und Kohle wurden benötigt, um diesen 3 Tonnen schweren Brocken zu schmelzen. Dieser enorme Material- und Zeitverbrauch macht Tamahagane fast 200 Mal teurer als gewöhnlichen Stahl. Die Experten erkennen die Qualität an der Farbe. Nur die Saiten sind wegen der höheren Oxidation zur Schwertherstellung geeignet. Ein kostbares Gut, das noch abgeschlagen und an die Schwertschmiede verteilt werden muss. Ein wunderbares Gefühl. Das ist, als ob man seinem neugeborenen Kind ins Gesicht sieht. Das Katana, das Schwert der Samurai, war im alten Japan nicht nur eine Waffe. Es war auch ein Statussymbol. Wer sich als tapferer Soldat verdient gemacht hatte, konnte von seinem Lehnsherren mit dem Katana zum Mitglied der mächtigen Kriegerkaste geadelt werden. Als Samurai war er damit verpflichtet, die Ehre und das Wohl seines Herrn zu jeder Zeit und gegen jeden Feind zu verteidigen, selbst wenn es ihn das Leben kosten sollte. Vom ersten Tag an waren das Schwert und sein Besitzer unzertrennlich. In ihm sah der Samurai eine fast spirituelle Macht, die ihn gegen jedes Unglück und jeden Angriff beschützen sollte. Bis zum Ende seiner Tage. Ein Schwert zu schmieden verlangt die spirituelle Reinigung des Geistes. Und so beginnt Sadatoshi Gassan seinen Tag mit einem Gebet.
Schon seine Vorfahren waren strenggläubige Buddhisten, die den heiligen Berg Gassan bestiegen, um dort zu beten, bevor sie ihr Tageswerk begannen. Dieser Dolch wurde vor 500 Jahren von meiner Familie mit diesem charakteristischen Muster in der Klinge geschmiedet. Diese Schmiedetechnik ist über Generationen hinweg an mich überliefert worden. Und meine Aufgabe ist es, dieses Wissen lebendig zu halten. An diesem Tag ist ein lang erwartetes Paket eingetroffen, das Tamahagane von Meister Kihara. Geht sorgsam damit um, kein Gramm darf verloren gehen, ermahnt Gassan seinen ersten Assistenten und seinen Sohn. Nach wochenlangem Warten kann nun endlich wieder mit dem Schmieden begonnen werden. Zunächst gilt es, das Tamahagane in der Schmiede zu erhitzen und in kleinere Teile zu zerschlagen. Ein Prozess, der einige Stunden dauert. Wenn das Tamahagane einmal flach gehämmert und zerbrochen ist, kann man an den Außenkanten den Kohlenstoffgehalt und die Qualität der Stücke erkennen. Einige davon suche ich mir heraus und verarbeite sie weiter. Die Plättchen werden auf einer Stahlplatte aus Tamahagane aufgeschichtet und mit Reispapier umwickelt. Der Brocken wird während des Schmiedens immer wieder mit Lehmwasser und Asche bedeckt. Damit sollen unter anderem Sauerstoffeinschlüsse in der Oberfläche vermieden werden, die später zu Rost in der Klinge führen könnten. Das konstante Hämmern soll den Kohlenstoff im Stahl gleichmäßig verteilen und zugleich die Luftblasen und Unreinheiten aus dem Stahl treiben. Dabei geht eine Menge Material verloren. So kann das fertige Schwert bis zu 700 Gramm leichter sein als das verwendete Rohmaterial. Der Rest wird mit dem Hammer herausgeschlagen. Nicht nur die Unreinheiten an der Oberfläche, sondern auch im Innern zu beseitigen, muss der Stahlblock immer wieder gefaltet und neu ausgetrieben werden. Eine zeitintensive, aber notwendige Prozedur, die bis zu 15 Mal wiederholt werden muss und eine gute Woche dauern kann. Mit jedem Falten verdoppelt sich die Anzahl der Stahlschichten, bis der Block am Ende aus 1000 bis 33.000 Lagen besteht. Jede nicht mehr als ein Tausendstel Millimeter dick. Die einzelnen Schichten erscheinen später als feine Maserung in der Klinge und sind so etwas wie die Handschrift des Schmiedes.
Doch berühmt wurde das Samurai-Schwert nicht nur wegen seiner Schönheit, sondern wegen seiner legendären Schärfe. In den Händen eines Schwertmeisters kann ein Katana harte wie weiche Ziele mit einem Hieb mühelos zerteilen. Für eine scharfe Klinge braucht man einen harten Stahl. Doch da dieser schnell bricht, haben japanische Schmiede gelernt, ein Katana aus unterschiedlichen Teilen zu fertigen. Harter Stahl für die Klinge, weicher Stahl für den Kern. Elastisch wie der Bambus, scharf wie ein Rasiermesser. Es ist 6 Uhr morgens. Assistent Takemi macht sich auf den Weg zur Arbeit. Zusammen mit 3 anderen Jungen lebt und arbeitet er auf Gassans Grundstück. Seit seiner Kindheit wollte Takemi Schwertschmied werden. Nach 6 Jahren Lehrzeit hat er sich zum ersten Assistenten hochgearbeitet und darf nun als einziger Gassan beim Herstellen der Grundform helfen. Eine anstrengende Arbeit, die viel Übung erfordert. Das letzte Austreiben des Stahlblocks bleibt in den Händen des Meisters. Stunde um Stunde, Tag um Tag hämmert Gassan auf den Stahlbarren ein. Langsam nimmt das Schwert Gestalt an. Zwei Wochen sind vergangen. Das Schwert kann nun auf das Härten vorbereitet werden. Dazu bestreicht Gassan es mit einem Gemisch aus Ton, Schleifsteinpulver und Asche. Der dunklen Paste ist viel Kohlenstaub beigemischt. Damit zeichne ich die Härtelinie vor. Die Gestaltung der Linie sagt nicht nur etwas über die technischen Fähigkeiten des Schmieds, sondern ist auch Ausdruck seiner Kreativität. Um den Härteprozess optimal auszunutzen, wird die Lehmschicht in unterschiedlicher Stärke aufgetragen. So soll der Schwertrücken flexibler gemacht und die dünn beschichtete Schneide maximal geschärft werden. Nach 3 Wochen harter Schmiedearbeit ist er endlich gekommen. Der Tag, an dem das Schwert eine Seele erhält. Aufmerksam beobachtet Gassan die Farbveränderung der Klinge. Sie muss gleichmäßig auf 800 Grad erhitzt werden. Wird sie zu heiß, kann dies die Tonbeschichtung beschädigen. Bleibt sie zu kalt, kann das Härten misslingen. Wenn das Schwert die Farbe der aufgehenden Sonne erreicht, so sagt er, ist der magische Zeitpunkt gekommen, dem Schwert seine Seele zu schenken. Ja. Das blitzschnelle Abkühlen im Wasserbad hat die Metallstruktur an der Schneide verändert und damit das Schwert in seine charakteristische gekrümmte Form gebracht. Das Härten scheint geglückt.
Bei einem ersten Rohschliff zeigt sich bereits die Hammon, die gewünschte Härtelinie auf der Klinge. Alles ist anscheinend gut gegangen. Aber erst beim Polierer wird sich der wahre Charakter des Schwertes zeigen. Bevor Gassan das Katana nach Tokio zu seinem Polierer schicken kann, versieht er es mit Gravuren. Jedes Original wird sorgfältig signiert. Geschmiedet in Nara von Sadatoshi Gassan, stichelt er behutsam in den Griff. Diese Signatur wird von Schwertkennern besonders geschätzt und auch nach Hunderten von Jahren niemals poliert. Man lässt sie lieber rosten, als den Abdruck des Meisters zu verfälschen. Die Klinge wird Gassan mit der Gestalt eines sich windenden Drachen schmücken, dem Markenzeichen seiner Vorfahren. Nur dem Samurai war es gestattet, zwei Schwerter zu tragen. Ein für alle sichtbares Zeichen seiner unantastbaren Autorität. Ein Samurai trennte sich erst im Tod von seinen Schwertern. Neben dem längeren Katana besaß er noch ein Kurzschwert, das Wakizashi. Diese beiden Waffen waren seine ständigen Begleiter. Auch zu Hause und in der Nacht hielt er sie in ständiger Reichweite, um jederzeit kampfbereit zu sein. Den Sprung in die Moderne schafften die Samurai nicht. Vor 250 Jahren mussten sie ihre Schwerter abgeben. Der Kaiser hatte es ihnen befohlen, um eine moderne Gesellschaft nach europäischem Vorbild zu schaffen. Die Samurai gehorchten und wurden zu den Bürokraten, die bis heute im Hintergrund Japans Politik und Geschäfte kontrollieren. Das Ende der Samurai brachte das Schwerthandwerk in eine tiefe Krise, die nur die Besten ihres Faches überstanden. So die berühmte Familie Honami in Tokio. Der 58-jährige Koshu Honami ist Schwertpolierer der 14. Generation. Seine Kunst ist es, für jedes Katana den jeweils passenden Schleifstein zu finden. Dies verlangt nicht nur eine brillante Kenntnis der Geschichte und Tradition einzelner Schmiedefamilien, sondern auch viel Erfahrung und ein gutes Auge, um einzuschätzen, welche Qualitäten unter der Stahloberfläche verborgen sind. Vor ein paar Tagen hat Meister Honami das Schwert von Meister Gassan bekommen und bemüht sich nun, mit einem ersten Rohschliff das Schwert in Form zu bringen. Eine Arbeit, die bis in den Abend dauern wird. Wer die Kunst des Polierens erlernen will, der muss sich vor allem an eines gewöhnen. Richtig zu sitzen. Das ist die traditionelle Sitzposition. Wenn das Schwert beim Polieren immer wieder gegen den Stein gedrückt wird, dann darf sich dieser natürlich nicht bewegen. Deshalb sitze ich auf diesem Bügel, der mein gesamtes Gewicht auf den Stein verlagert und ihn so festhält. Das ist nicht gerade bequem. Da dauert es schon gut ein Jahr, bis man sich daran gewöhnt. Thank you.
Tag für Tag arbeitet sich der Meister durch eine Kollektion aus Granit, Sand und Kunststeinen, die er für Gassans Schwert zusammengestellt hat. 10 Tage braucht er für 7 Steine. Am 11. Tag kommt der letzte. Jitsuya heißt er. Ein Stein, der in den Bergen nahe Kyoto gewonnen wird und beim Auftragen nicht größer als ein Reiskorn sein darf. Mit ihm will Honami den Kontrast in der Stahlkörnung hervorheben. Das dauert einen guten Tag und ist nicht ungefährlich, denn das Schwert hat bereits die Schärfe einer Rasierklinge. Das Katana ist wirklich eine sehr scharfe Waffe. Früher habe ich mich häufig verletzt. Und selbst heute noch macht es mich nervös, wenn ich die Klinge mit dem Daumen polieren muss. Mit der Ankunft der Portugiesen im 16. Jahrhundert lernte Japan eine neue Waffe kennen. Der militärische Vorteil der Hakenbüchsen wurde schnell erkannt. Keine Elitekrieger, sondern Soldaten mit Gewehren gewannen nun die Schlachten. Und dennoch hielten die Samurai an ihren veralteten Waffen fest. Das Schwert stand für alles, woran sie glaubten. Aufrichtigkeit, Entschlossenheit, Mut und die Seele des Kriegers. Das Schwert war ein Ausdruck der Ehre. Und wer es zog, der tat es, um zu töten. Die Katori Shintoryu ist eine der ältesten Schwertschulen Japans, in der heute noch genauso trainiert wird wie im 15. Jahrhundert. Ihr Lehrer ist der 82-jährige Meister Otake. Beim Kampf sollte man immer versuchen, die Sonne im Rücken zu haben. Das blendet den Gegner, egal ob Mond oder Sonnenlicht. Die Rüstungen waren an der Brust etwas dünner und der Gegner deshalb dort besonders verwundbar. Am besten zielt man auf die Innenseite der Arme und Beine. Dort kommt man den Arterien am nächsten. Ein tiefer Schnitt und der Kampf ist vorbei. Weicht er aus, ziele ich auf seinen Kopf. Viele Katana haben Kerben in der Rückseite, weil sie die Schneide pariert haben. Tatsächlich ist es besser, auszuweichen und so zu schlagen. Schwertrücken auf Schwertrücken. Nur wenn man wieder und wieder übt, erinnert sich der Körper. Man muss so lange üben, bis man an etwas ganz anderes denkt und trotzdem parieren kann. Aber das dauert eben einige Jahre. Nicht weit von der Katori-Schule steht der gleichnamige Schrein, das drittwichtigste Shinto-Heiligtum Japans. Es wurde zu Ehren des Gottes Futsunushi no Mikoto gebaut und war über die Jahrhunderte Pilgerziel zahlreicher Krieger, die sich göttlichen Beistand in der Schlacht oder Erleuchtung in den Kampfkünsten erhofften. Thank you.
Auch Meister Otake kommt gelegentlich hierher, um dem Gott seinen Respekt zu erweisen und um die Sicherheit seiner Schüler zu bitten. Nach dem Gebet besucht Meister Otake noch ein unscheinbares Grab in der Nähe des Katori-Schreins. Es ist die Ruhestätte von Choisa Isasa, dem Gründer seiner Schwertschule. Im Alter von 60 Jahren soll er hierher gekommen sein, um unter einem Baum für 3 Jahre zu meditieren und sich in den Kampfkünsten zu üben. Wie die Legende sagt, übergab ein Geist unserem Gründer hier eine Schriftrolle mit Kampftechniken, die die Götter selbst geschrieben hatten. Daher lautet auch der volle Name unserer Schule, die mit der Gnade der Götter wahrhaftig überlieferte Katori-Schule. Im modernen Kampfsport geht es oft um Rangordnungen und Wettkämpfe. Dabei ist der Geist der alten Kampfkünste ein ganz anderer. Natürlich muss man sich Stärke aneignen, aber diese Stärke muss auch eine innerliche sein. Wer seine Kraft nur nach außen kehrt, wird nur Gewalt provozieren. Stärke heißt eben auch, Bescheidenheit zu zeigen. Bitte immer nach ihnen. Das ist der Geist, den man lernen muss. Ein Elektronikkonzern in Osaka. Die Dame an der Rezeption ist der Nachfahre einer alten Samurai-Familie. Ihr Name ist Midori Tanaka. Ihr Vater ist Fuman Tanaka, ein bekannter Schwertmeister aus Osaka. Sein ganzes Leben hat sich Meister Tanaka dem Studium der Samurai und ihrer Kampftechniken gewidmet. Ich denke, viele Japaner haben tief in ihrem Herzen noch den Geist der Samurai. Aber im täglichen Leben vergessen das die meisten. Wir sind zu amerikanisiert. Wir haben begonnen, alles mit Geld zu bewerten. Heute ist es nur noch wichtig, ob man ein gutes Haus besitzt oder ein tolles Auto fährt. Aber der Geist unserer Vorfahren war ein anderer. Die Ehre war wichtig. Und dass man jeden Moment sein Bestes gab. Das ist der Geist des Bushido, den wir nicht vergessen dürfen. Fünfmal die Woche kommt Midori nach der Arbeit für ein paar Stunden zum Unterricht. Mit 9 Jahren hielt sie zum ersten Mal ein Schwert in ihren Händen. Jetzt ist sie 28 und hat bereits den Rang einer Lehrerin. Ob Männer, Frauen oder Kinder, bei Meister Tanaka ist jeder willkommen, der vom Kampfgeist der Samurai lernen möchte. Dass seine Tochter diese Tradition fortführen wird, erfüllt ihn mit besonderem Stolz. All die Erfahrung und das Wissen, das ich von meinen Lehrern bekommen habe, möchte ich gerne weitergeben. Und Midori ist mein einziges Kind. Natürlich bin ich sehr froh, dass sie sich entschlossen hat, mir zu folgen. Sonst hätte ich mir wohl einen anderen Nachfolger suchen müssen. Ich glaube, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der sich Frauen nicht mehr verstecken müssen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich eine Sonderrolle verdiene, nur weil ich eine Frau bin. Midori ist in der Handhabung ihres Schwertes bereits so sicher, dass ihr Vater ihr gestattet, Sundome, den Zweikampf mit der offenen Klinge, zu üben. Eine Praxis, in der schon ein kleiner Ausrutscher gefährliche Folgen haben kann.
Das Ziel des Kriegers war es, die eigene Angst zu überwinden. Sich bewusst zu sein, dass man beim Kämpfen jederzeit sterben kann. Wer diese Angst überwindet, erreicht Mushin, die völlige Freiheit des Geistes. Das Erreichen von Mushin ist eines der Ziele unserer Kampfkünste. Am nächsten Tag ruft Großmeister Tanaka seine Studenten für eine besondere Demonstration zusammen. Er will einen fliegenden Pfeil mit dem Schwert in der Mitte spalten. Eine gefährliche Technik, die nur mit Mushin ausgeführt werden kann, dem Zustand fern jeder Angst, in dem der Meister eins wird mit dem Schwert. Die Pfeilenden hat er erwischt, doch Meister Tanaka ist nicht zufrieden. Noch ein letztes Mal will er versuchen, den Pfeil doch noch in der Mitte zu treffen. Der Kampfeswille der Samurai wurde durch die Jahrhunderte geprägt von langen, blutigen Schlachten, in denen die Fürsten seit dem 15. Jahrhundert um die Vorherrschaft in Japan kämpften. Der Weg des Samurai liegt im Tod, heißt es in den Niederschriften eines Samurai im 17. Jahrhundert. Nur wer dem Tod verachtend ins Auge schaut, kann seinem Herrn dienen. Von einem Samurai wurde erwartet, dass er niemals zögerte, in den Kampf zu ziehen. Auch nicht dann, wenn es ein Einsatz ohne Wiederkehr war. Kämpfen ohne Ehre war schlimmer als der Tod. Selbst wer mit dem Leben davonkam, konnte gezwungen werden, für die Niederlage seiner Kameraden die Verantwortung zu übernehmen. Der Weg des Schwertes diktierte, dass es für den Samurai nur eine Möglichkeit gab, diese Schande ehrenhaft zu tilgen. Unter der Aufsicht seines Herrn hatte er sich mit dem Schwert selbst zu entleiben. Erst wenn der Samurai genug Mut bewiesen hatte oder Gefahr lief, ohnmächtig zu werden, würde auf ein Winken seines Herrn ein Schwertmeister herbeispringen, um sein Leiden zu beenden. Die 700 Jahre lange Herrschaft der Samurai und die Kultur des Schwertes haben bis heute ihre Spuren hinterlassen. Das Prinzip von Loyalität und ein starker Ehrbegriff prägen noch immer die japanische Gesellschaft. Auch der Selbstmord wird akzeptiert, wenn damit die Schuld eigener Fehler oder die der Firma bereinigt werden soll. Vorsichtig betupft der Polierer das Schwert mit einem Gemisch aus Schwertöl und Eisenoxid. Es soll das Schwert vor dem Rosten schützen und den Kontrast zwischen Stahlhaut und Härtelinie verstärken. Zuletzt wird die Yokote eingeschliffen. Eine kleine Linie, die die Spitze von der übrigen Klinge trennt.
Die Schwertspitze ist das Gesicht des Schwertes. Wir polieren sie immer zuletzt. Schließlich macht man das Make-up auch erst am Schluss. Vor 3 Monaten hat Gassan mit dem Schmieden begonnen. Jetzt hat er sich nach einem Anruf von Meister Honami auf den Weg in die Stadt gemacht. Das Schwert ist fertig. Etwa 10 Katana schmiedet Gassan im Jahr, aber nur hin und wieder gelingt ihm ein Schwert, das alle anderen in den Schatten stellt. Auch sein Polierer, der seit Jahrzehnten für ihn arbeitet, ist sehr zufrieden. Die Gravuren seien ein meisterhaftes Beispiel der Gassan-Tradition, kommentiert er. Ein Lächeln verrät, was der bescheidene Meister nicht zu sagen wagt. Das Zusammenspiel der eleganten Krümmung mit der flink geschwungenen Härtelinie, dazu eine Stahlkörnung wie feiner Sand, gekrönt von einem Drachen. Einzigartig. Ein Schwert, an dem ich so lange geschmiedet habe, jetzt fertig in den Händen zu halten, das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Ein neues Gassan-Schwert ist geboren. Ein Meisterstück, vor dem sich vielleicht noch seine Enkel und Urenkel ehrfurchtsvoll verneigen werden und das sie hoffentlich ermutigt, eines zu tun: weiter zu schmieden.